Wir haben leider nur die Vornamen. So, wir sind ready. Es geht weiter, die nächste Runde. Die Stuttgarter Muchachos gegen das Integra Fight Team. Jetzt gerade in der minus 65 Kilo Klasse. In der vom Integra Fight Team der Raphael. Gegen den Michael Hockenjos von den Muchachos. Michael Hockenjos kenne ich schon seit Jahren. Wir haben, glaube ich, schon 99 auf der Europameisterschaft zusammengekämpft. Also schon ein sehr, sehr alter Hase im Jiu-Jitsu bzw. im Körbling. Ja, da zieht der Raphael seinen Gegner auf den Boden. Also Guard-Pull wird nicht gewertet, es geht weiter. So, jetzt gerade zu uns gekommen, Daniel Ackermann, der wird mit uns mitkommentieren. Echt, tue ich das. Ich versuche mal mein Bestes. Sehr schön, Maluko kämpft gegen einen von dem neuen Team Integra. Und, Raphael. Raphael. Und das Team Integra ist meines Erachtens ein sehr gutes, sehr starkes Team. Sind alle sehr gut ausgebildet im Stand. Ich nehme an, dass es Sambo-Leute sind. Ich weiß jetzt nicht genau, aber kämpfen alle sehr schön. Und dann dieser Jungspund gegen den alten Hasen Maluko sieht nach einem sehr interessanten Duell aus. Im Moment bekämpfen sie sich in der Guard und Maluko versucht, die Guard so weit als möglich zu neutralisieren, während der Raphael versucht, seine Sweeps anzusetzen. Jetzt werde ich hier geschlagen, irgendwie läuft da hier einiges schief. Oh, und eben fällt Maluko in eine Triangle, die wirklich schön und schnell eingeleitet wurde von Raphael. Mal wirklich sehen. Blitzschnell reingegangen. So. Ja, aber Maluko flüchtet nach hinten, kommt in den Armhebel, muss klopfen. Muss treffen. Sehr schön gemacht von Raphael. Aber es ging ja wirklich blitzschnell, also da die Vorbereitung hat man gar nicht gesehen, da war man nicht gewarnt. Hat er sehr schön gemacht, schön den Kampf erstmal ganz ruhig angefangen, quasi das Tempo eingeschläfert, um dann zu explodieren. Hat er den Gegner damit sehr überrascht. Das war wirklich taktisch äußerst klug gelöst. Die Überraschung gelungen. Also. Ja.